Oh, das neue Event, ne? Hey, moin, grüß dich, Gravegear. Guten Morgen, Herr Summer. Lol. So, da haben wir anfeuern, anfeuern, anfeuern. Also, die auf Shiva haben jetzt das Blau hier gemacht als Screenshot. Vielleicht sind ja welche aus Phoenix da und machen anfeuern rot. Wegen unserer Farbe. Farbe bekennen. Den Reportern des Metrierboten brennt eine dringende Frage unter den Nägeln. Ja, letztes Jahr war es ja auch sehr lustig. Jetzt können die Leute sich aus dem Mokri-Shop ja auch noch das Outfit holen. Hier ist auch wieder was los. Okay. Toll. Das ist ja mal witzig gemacht. Und die Musik noch dazu. Dann noch die Musik. Jetzt sind hier auch diese ganzen Kirschblütenbäume wieder da, ne? Hier rumstehen. Weber-Gilde. Und dann gucken wir einfach mal, wie das gleich mit 5 und 6 aussieht bei Savage. Aber jetzt haben wir zwei Mages, ne? Königlicher Komporn. Wir müssen natürlich Fan sein, ne, zu den Waifus. So, und dann müssen wir noch ein Stäbchen. Denn hier oben, ne? Alchemistengilde. Ja, ich habe meine Waffe noch gestern noch geholt, Belias. Und Schmuck kann ich dann auch aufwerten. Also ich kann diese Woche noch den Ring holen. Dann kann ich das aufwerten auf 370 dann. Ah, okay. So, jetzt müssen wir die Gegenstände dort wieder abgeben. Müssen wir wieder zum Ätheritenplatz gehen. Das sieht bestimmt sehr witzig aus mit den Leuchtstäben, ne?
Dann müssen wir bei dieser Fate immer so mitmachen, ne? Und anfeuern. So, die Bühne. Die Drosseln rocken den Kreuzgang. Oh, gut. Müssen wir hier noch diese Feld mitmachen. Blau, gelb und rot zur Verfügung. Heizt den Drosseln richtig ein. Die lassen sich da was einfallen. Gibt's echt welche, die haben hier die Farben da an, ne? Die meisten sind ja für die gelbe, also für die Aura. Ah ja, können wir sogar entscheiden, wen wir haben wollen. Ah, Ulala war doch die gelbe, ne? Nee, das war die rote. Ah. Nein! Wollte die gelbe haben. Nein! Naja, gut. Ei für die Gelbe. Dann bin ich halt rot. Dann können wir hier diese Stäbe schwingen. So, ah. So. Ach so, dann kriegen wir den Superfan weg. Lol, Superfan-Status. Okay, dann war das Masha. Ne, Naomi war das doch, ne? Die Gelbe. Ja, Naomi. Okay, gut. Naomi. So, jetzt können wir diese Fate teilnehmen, ne? Achso, ja, ich habe das erst gerade gesehen, dass wir den Status Superfan wegmachen können. Kann ich das jetzt hier aktivieren? Achso, so. Müssen wir anvisieren, ne? Ja, wegen Streamverzögerung, ne? Das ist ja cool. Müssen wir die von der jeweiligen Farbe anfeuern, ja, ne? Ne, das ist was anderes. Ja, droht. Und es ist egal, welche Farbe man anfeuert. Haben wir dann wieder blau, ne? Gelb. Hey John, grüß dich. Na, alles fit?
So, dann haben wir wieder sie. Naomi. Ach ja, und ich habe meine Waffe diese Woche einfach wieder nicht bekommen. Das ist echt schade. Ansonsten muss es ja immer durch den Normalmod holen, ne? Mit den, die man ja da bekommt. Dann hast du es auf jeden Fall safe. Belias. So, haben wir jetzt abgeschlossen? Ja, mir geht's auch gut. Danke. Einfach schon das Aufwertteil, aber nach 5 Wochen immer noch nur die Biako-Waffe, die ich seit dem ersten Tag vom Patch habe. Achso, ja. Ja, ich habe die auch sehr lange gehabt. Aber diese Dolche sehen wesentlich besser aus und sie haben auch bessere Werte und alles. Als die Biako Crab Waffe, ne? Ja, das Crafter Gear gibt dir schon einen gewissen Boost, weil du overbellen kannst und sowas dann, ne? Du mehr Stats machen kannst. So, da verabschieden sie sich wieder, die Mädels. Oh ne, die kommen nur zu uns, okay. Ich dachte, die hauen jetzt einfach so ab. Unsere drei Idols. Hey Rioxa, na? Und wie geht's euch alle so? Ja. Heute jetzt frisch gekommen. Alle haben jetzt Spaß an die Leuchtstäbe. Ja, auch. Auch gut. Haben wir ja schon Donnerstag, ne? Ja, auch schon mal was. Vize-Freitag. Gibt's da was Neues oder wieder nur das? Nee, die Kostüme kann man jetzt durch den Mokri-Kiosk jetzt kaufen. Und du bekommst jetzt hier drei neue Emotes. Also sprich solche Leuchtstäbe. Blau, Rot und Gelb. So, die vierte Singdrossel. Yay. Dann gibt es hier noch ein Rätsel, das namenlose Mädchen. Also es gibt noch irgendeine vierte Singdrossel oder so, anscheinend. Und dann kriegst du hier so Kirschkonfetti, also es gibt noch eine Zusatzquest, ne? Dann muss ich ja auch noch machen, genau. Da kannst du jetzt hier diese drei Emotes bekommen, ne? Anfeuern. Also Leute, das sieht so lustig aus wie den K, also J-Pop. Hey Kochi, grüß dich, na? Da kriegst du hier solche Helferbescheinigungen. Eine Bescheinigung, die dich als Helferin der drei Singdrossel ausweist.
Okay. Namenloses Mädchen suchen. Oh. Also, wie schon gesagt, also Dienstag und Mittwoch konnte ich nicht vernünftig hier Final Fantasy 14 spielen. Also, ich wollte eigentlich schon Dienstag Savage soweit die beiden wieder fertig haben. Aber das hat so genervt mit der Leitung, dass es einfach wieder nicht so funktioniert hat. Das Welches Equip hast du, Tobi? Dann kann ich dir ja gleich sonst zeigen. Ach ja, am 13. kommt jetzt auch der Patch mit Eureka und neue Hildebrand-Mission. Also Story halt. Und mal gucken, da kann man jetzt auch wieder dann grinden in den Tagen, ne? Gott sei Dank, ey, morgen haben wir schon Freitag, denn. Hä? Okay. Jetzt müssen wir suchen, ne? Eieiei. Ach ja, Equipment zeigen. Ich muss sowieso eh nochmal reparieren. Hier habe ich jetzt meine Waffe. Die war besser als die von der Biako, weil die Biako war schon echt crap, also wenn man hier so schaut, ist echt crap irgendwie, keine Ahnung. Das ist schon besser. Ich würde ja sowieso meine Reliktwaffe auf Entschlossenheit und Direct Hit machen. Also da passt das eigentlich hier auch schon. Und dann kann ich für diese Woche dann den 360er Ring nochmal holen und den aufwerten auf 370. Dann hätte ich schon mal drei, also zwei 70er Schmuck. Und ich brauche am besten noch aus O5 hier die Halskette. Die Halskette brauche ich. Und dann habe ich aus O5 soweit alles, außer jetzt noch den Gürtel. Denn, ne? Der Gürtel fehlt auch noch. Aber der Gürtel ist sowieso für meine Klasse safe. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel einen Barden oder einen Maschinisten habe, dann muss man sich um den ja noch prügeln, um den Schmuck. Wenn ich das schon mal hätte, dann wäre es schon mal safe, dann, ne? Ja, gerne, kein Ding. War das hier irgendwie? Das Ul da? Also, Talan, ach, da hinten. Ah. Hier bestimmt, ne? Wo die meisten Spieler stehen, ja.
Okay, das erste haben wir schon gefunden, ne? Hier noch was? Achso, da hinten, okay. Ah, hey, grüß dich, Sasume. Grüß dich. Okay, gefunden. Eine Richtung hinter dir. Ja, ich habe das gerade entdeckt, weil da noch mehrere Spieler da waren. Also das, solange man das Event recht frühzeitig macht und so, dann bist du auch nicht so viel am Suchen. Dann siehst du das eigentlich schon an den mehreren Spielern. Ist auch trotzdem sehr cool. Okay, dann müssen wir das jetzt wieder abgeben, ne? Und hey, und hu. Grüß dich. Ja, ich mache jetzt noch nebenbei das Event. Dann geht's auch los mit Savage, weil ich konnte die anderen beiden Tage nicht richtig spielen. Weil das war unmöglich mit der Leitung so ein bisschen. Das ist, ja. Deswegen verzieht sich das auch mit OSIMS. Das kann ich auch nicht mehr so aktiv machen, weil wenn die Leitung halt spinnt, mich nerven ja schon diese 3, 4 Sekunden Ticklacks von den Raketen. Das nervt mich schon. Wenn das noch hinzukommt mit meiner Leitung, das ist echt nervig. Spielt man nicht so gerne. Ich habe das probiert, vorgestern und gestern, und hat nicht leider nicht funktioniert. Ja, kenne das Problem, weißt du noch, wo ich CT ständig rausgeflogen bin? Ach so, ja. Ja, stimmt. War schon ein bisschen länger her, aber daran kann ich mich noch erinnern. So, dann geben wir das Mädchen die Sachen ab hier. Okay. Bin immer noch, wenn ich daran denke. Ach so, ja. Naja, aber in Savage, da brauchst du schon vernünftige Leitungen, um richtig spielen zu können. Ich meine, Casual Content ist jetzt nicht so schlimm, da hast du ja nicht so hohe Konsequenzen. Nur in Savage hast du halt diese Konsequenzen und deswegen geht das gar nicht eigentlich, denn, ne? Das will ich auch nicht gerne machen, sowas. Ich habe das ja schon vorgestern und gestern probiert. Müssen wir das auch noch bringen? Geht die Quest auch weiter? Da, da, da. Ach, ich habe noch Soulwalker gespielt. Habe ich jetzt auch schon hochgeladen. Also die beiden Videos zu Sword Art Online, Fatal Bullet. Bei Parts hochgeladen und auch noch von Soulwalker. Okay. Ja, jetzt müssen wir das an Morabe. Mondsichelbucht. Bucht.
Ja, das stimmt schon. Man bezahlt nicht wenig. Ich rufe ja auch immer jeden Monat jetzt an, seit der Ausfall seit September ist. Und ich rufe da halt immer an wegen Gutschrift, ne? Aber eigentlich soll das ja das Internet funktionieren dann. Wenn es auch das Internet auch immer reibungslos funktioniert, dann bezahlst du auch den vollen Preis. Ist ja auch in Ordnung, aber nicht, wenn der Download sehr niedrig ist. Der Download ist wirklich sehr niedrig und das brauchst du ja auch zum Spielen und so weiter ist. Der Upload ist immer sehr konstant und ist okay. Es ist wirklich nur der Download, der ziemlich schlecht ausfällt. Und ja, wenn du so einen niedrigen Download hast, dann kannst du es fast vergessen, so richtig spielen zu können. Ne? Also besonders hier war verlangt Final Fantasy 14 nicht viel, aber dann ist es trotzdem, ist man am Laggen und das ist nervig denn. Ich finde das eigentlich recht cool. Also ich habe ja auch jetzt soweit ein Video gemacht. Das werde ich sonst morgen dann hochladen. So ein Unboxing habe ich hier gemacht. Habe ich jetzt hier die Figuren. Das sind halt solche exklusive Figuren, die du bei der Collectors Edition bekommst. Einmal hier Shinon. Sieht auch sehr cool aus. Mit ihr Hanekate 2. Also ihre Super Sniper, kann man sagen. Und dann haben wir noch Kirito. Ich habe ja auch noch Asuna und sowas. Und ich wollte noch Asuna haben von LAO. Ich warte noch darauf, dass es noch LAO-Outfit gibt. Also von Asuna. Für weiblichen Charakter. Weil man kriegte zwar auch von die normalen SAO-Uniformen von Asuna, aber ich wollte das noch von LAO haben. Und man kann da halt auch färben und sowas. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Und ja, also es macht schon Spaß. Es ist halt so ein Shooter-MMO, denn, ne? In so Steampunk-Style. Da gibt es halt so Skills, verschiedene Skills und auch Gadgets, die du anwenden kannst. Ach so, nein, ich meine ALO. Also Alpha im Online. Entschuldigung, das heißt ALO. Also Alpha im Online. Versprecher for Win. Ah, Mann. Ja, ich habe auch, finde aber komisch, dass man von Shion den Style aus dem Game genommen hat und von Kirito aus dem Anime. Ach so, okay. Ja, die haben jetzt einen neuen Style, ne? Die haben jetzt einen neuen Style. Ja. Aber die Uniform, diese neue Uniform, sieht aber auch auf jeden Fall sehr schick aus von Shinon. Ich mag das so, diese zwei Schals, die da hinten so rausragen. Das finde ich sowieso eigentlich recht cool. Das haben meistens auch manchmal so Assassinen, dass sie immer so Schal-Style haben. So, weißt du, so dass der Schal irgendwie raushängt oder so zwei Schals runterhängen hast oder sowas halt. Das sieht richtig cool aus. Ich mag das so bei Assassinen. Vielleicht kriegt irgendwann Soul Walker auch so eine Assassinen-Klasse raus. Würde ich die eher lieber main, aber ich spiele jetzt momentan diese Haru. Weil die anderen waren eher so ein bisschen so Mage-Style und da habe ich ja keinen Bock gehabt. Der eine war ein Range, also so ein Typ, aber ist auch nicht so, ich bin auch nicht so der Range-Spieler eigentlich. Deswegen kam eigentlich mir jetzt nur bei Soul Walker Haru in Frage. Ja, mal gucken, vielleicht bringen die irgendwann auch so ein Assassin raus. Ja, aber das war das erstmal von Singdrossel-Event. Wir haben jetzt diese drei Emotes bekommen. Auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Dann haben wir hier jetzt hier Anfeuern Blau. Das haben die ganzen Shyvana jetzt gemacht. Sie haben das auf Facebook gepostet. Dann gibt es hier noch Gelb. Und dann gibt es noch Rot. Das wäre geil, wenn wir hier noch vom Phönix alle so rot machen würden. Da haben wir auch genauso so ein cooles Bild, wie die Shyvana das gemacht haben mit dem Blau. Ja, aber das haben wir erstmal soweit von dem Event. Yeah.